Also warum sage ich, dass das wie in jedem Ubisoft-Game ist? Weil es ja auch in Watch Dogs erklimmbare Türme gibt und natürlich in dem Spiel, wo das salonfähig gemacht wurde, nämlich in Assassin's Creed und auch in Far Cry 3 gab es schon diese Türme. Ich glaube, jemanden gehört zu haben. Was ist das? Eine Notiz? Gesundheitssicherheitswarnung. Ja, danke. Moment, wie ziehe ich jetzt das Messer? Okay, wir machen hier mal einen auf Chuck Norris. Da geht's doch weiter. Da gibt's eine Kiste, die schnappe ich mir zuerst. Nähzeug. Oh nein! Man sieht, ich bin nicht vom Zirkus. Ich beherrsche das nicht, diesen Laufsteg. Oder von Germany's Next Topmodel. Oh nein, was ist das? Was ist das? Hilfe! Was ist das? Ein Adler. Ah ja, die Drogen. Ist hier unter mir wieder eine Kiste? Egal, ich ignoriere das einfach mal. Es gibt dann eh genug Zeug noch, was ich bekomme. Sehr schön. Der Glockenturm ist befreit. Jetzt kann er in Freiheit leben. Okay, jetzt haben wir zwei Fähigkeitenpunkte. Das ist gut. Schauen wir mal, wie groß diese Weltkarte hier ist. Okay. Ich kann leider nicht ganz rauszoomen, was ich ein bisschen blöd finde. Aber das ist auf jeden Fall relativ weitläufig, würde ich mal jetzt vorsichtig von mir geben. Ah ja, das ist gut. Wenn man Gegner downtaked, dann bekommt man automatisch ihr Zeugs. Messerwurf Takedown. Ah, der ist so verlockend. Beim Sprint nachladen. Ich werde. Messerwurf Takedown. Ich werde das nehmen. Es ist auch so ein Klassiker aus Far Cry 3. Von oben killen. Okay, jetzt eine Schnellreise ist jetzt verfügbar. Ich schaue jetzt noch kurz, ob es hier noch Zeug zu looten gibt. Na toll. Jetzt ist alles voll. Ich werde hier einfach mal die Seilrutsche verwenden. Aber was ist da hinten? Eine Art Kiste ist da markiert. Auf der Karte. Ah, ich kann die Adler auch killen. Hey, hier ist Sabal. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Da hinten ist ein A. Das heißt wohl, ich sollte dorthin. Hui! Oh yes. So, jetzt schauen wir mal.
wie gut ich das Zeug hier durch die Lüfte manövrieren kann. In Teil 3 konnte man ja nicht großartig lang fliegen. Also wenn man... Na, man konnte schon lang fliegen, aber es ging ziemlich schnell bergab. Und so wie es ausschaut, kann ich auch hier nicht Schwung holen, um nochmal rauf zu fliegen. Aber es war auf jeden Fall geschickt, das Teil hier zu nehmen. Da kann man Distanzen viel, viel schneller zurücklegen. Riskiert aber dann oft auch gerne von Gegnern von unten attackiert zu werden. Kann ich hier Schwung holen? Nö. Und abspringen. Oh, okay, okay, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ja, das nenne ich mal eine saubere Punktlandung. Bin gespannt, wie viele versteckte Orte es gibt, die man so finden kann mit diesem Kletterhaken. Na, kletter. So. Ich glaube, ich werde das dann so machen, liebe Leute. Für den Fall, dass diese Wege und diese Marschrouten zu lang dauern, werde ich was machen? Werde ich einfach diese Passagen rausschneiden. Außer es passiert dann was Interessantes dazwischen. So, ich würde jetzt gerne meine Beutetasche leeren, aber es geht nicht. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. So, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Oh yes, ein Bogen. Wenn es eine coole Waffe in First-Person-Shootern gibt, oder in Shootern überhaupt, dann ist es der Bogen. Gab's in Tomb Raider, gab's in Far Cry 3. Gab's, glaube ich, in Far Cry Blood Dragon auch, in diesem crazy Ableger. Wo gab's ihn noch? In Crysis 3 gab's auch einen Bogen. Und das Coole daran ist, die sind meistens tödlich und einfach nur total lautlos. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Geronimo! Nö, hat nicht geklappt. Wie kann man eigentlich die Beutetasche leeren? Ich schau mal kurz ins Menü rein. Okay, empfohlene Nutzung verkaufen. Okay, sehr gut. Das heißt, ich kann dieses Zeug mal verkaufen. Braucht das in Wirklichkeit gar nicht. Nicht ablegen, ich will es verkaufen. Wie verkaufe ich das? Hat mir jetzt noch keiner erklärt, wie ich das Zeug hier verkaufe. Oder? Ah, ich habe es jetzt nur sortiert. Okay. Wie kann man das verkaufen? Ich probiere gerade alle Buttons durch, aber es funktioniert nicht. Ich schaue mal, ob ich hier ein Geschäft auffinden kann. Vielleicht ist es dieses Währungssymbol hier, dieses K. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum seht, wenn der Wind hereinweht, fühle ich wie zu Hause, mein Lieber. Sehr gut. Hier kann ich kaufen und verkaufen. Genau das wollte ich. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott.
Okay, das war genug. Das verkaufen wir. Ja. Ich drücke mal schnell verkauft. Dann verkauft er vermutlich alles, was ich nicht brauche. Alle unbenutzten jedenfalls. Ich probiere das sonst mal manuell. Ich bin ja gespannt, wie viele Waffen ich tragen kann. Aha. Wer kauft mir bitte? Okay. Das ab. Sehr gut, jetzt haben wir wieder Platz in der Tasche. Und ich schätze mal, dass ich hier mir einige neue Waffen zulegen kann. Oh mein Gott, hier gibt es echt viel Zeug. Das ist aber alles noch gesperrt. Irgendetwas mit großer Reichweite, wie diese Dragunov zum Beispiel, die ist eigentlich sehr billig. Ich werde mir mal die nehmen und ich hoffe, dass es dann einen Schalldämpfer dafür gibt. Ja, bei Aufsätze, ich glaube, das kann man dann freischalten. Aber das ist gar keine. Ist das eine Dragunov oder nicht? Ich sage mal ja. So, und jetzt hätte ich gern Aufsätze, bitte. Oh nein, ich habe keinen Platz. Das kann doch nicht sein. Geh bitte. Ach, das war jetzt super unnötig. Ich habe gar keinen Platz, um diese Waffen zu platzieren. Sehr schön und sehr dumm. Gut. Angesichts des Krieges hast du Glück. Ja, bla bla. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Finde ich dämlich. Ach so. Wunderbar. Ihr Ehemann näht gerne. So, das ist eigentlich nicht so weit weg. Da steigen wir mal ins Quad ein. Wie gesagt, die Steuerung ist ähnlich wie bei den Halo-Titeln, wo man nur mit dem linken Stick fährt und alles andere wie Schießen und so weiter bleibt dann auf den normalen Buttons. Finde ich ein wenig gewöhnungsbedürftig. Okay, wir sind wohl hier. Aussteigen. Mit diesem super tollen Bogen hier.